Einerseits geht es konkret um die Forderung nach 5% mehr Lohn und etwas weniger Arbeitszeit. Andererseits aber ist es der Machtkampf der relativ kleinen Gewerkschaft GDL und ihres Vorsitzenden, die bisher, dem Namen entsprechend, nur rund 20.000 Lokführer vertritt. Die kleine GDL möchte das aber ändern und auch für die rund 17.000 Zugbegleiter, Servicepersonal und andere, die in Zügen tätig sind, sprechen. Die werden aber bisher von der größeren Gewerkschaft EVG vertreten. Die Bahn als Arbeitgeber möchte hingegen einen Verhandlungspartner pro Berufsgruppe. Das war bisher die EVG und das will GDL-Vorstand Klaus Weselski mit aller Macht ändern. Deshalb wird derzeit bei der Bahn seitens der Lokführer wieder massiv gestreikt. Gestern schon im Güterverkehr, ab heute auch im Personenverkehr. Vielerorts und auch in der Region gab es Zugausfälle und Verspätungen. Das große Chaos blieb aber aus. Der Stuttgarter Hauptbahnhof am heutigen Mittag. Hier bündeln sich die Auswirkungen der bestreikten Zugverbindungen im Regional- und dem Fernverkehr. Im Fernverkehr fielen der Bahn zufolge heute rund 2/3 aller Verbindungen dem Streik zum Opfer. Zahlreiche ratlose Gesichter in der Bahnhofshalle. Auch im Regionalverkehr fanden rund die Hälfte der Fahrten heute nicht statt. Dass alles aber trotzdem relativ glimpflich ablief und das große Chaos ausblieb, das hatte mit dem Notfallfahrplan der Bahn zu tun. Die konnte die wichtigsten Verbindungen, zeitlich verzögert zwar, zumeist aber gewährleisten. Zudem waren viele im Vorfeld bereits auf Auto, Flugzeug oder öffentliche umgestiegen. Zahlreiche Städte meldeten Verkehrsbehinderungen. Trotzdem, für manche wie diese Frau aus Ulm, hatte der Streik heute deutlich wahrnehmbare Konsequenzen. Sie sind mit dem Taxi hergefahren? Genau. Ja, 160 Euro habe ich dafür bezahlen müssen, weil ich sonst absolut nicht hierher gekommen wäre, um den Anschlusszug zu kriegen. Denn ein solcher soll die junge Frau noch heute zu einem wichtigen Termin nach Paris bringen. Und generell Verständnis für den Streik oder eher mittlerweile genervt? Also das Problem ist, ich fahre, wenn überhaupt, einmal im Jahr mit der Bahn. Immer wenn ich geschäftlich unterwegs bin, sonst fliege ich eigentlich. Aber Paris ist immer die Zuganbindung besser. Und dann nervt es halt schon, wenn man einmal im Jahr Zug fährt. Jetzt heißt es, wie für viele andere, erst einmal Geduld haben. Ja. Ich bin gestrandet wegen dem Streik. Ich wollte eigentlich Ulm umsteigen, einen anderen Zug nehmen und der fuhr durch bis Stuttgart. Und haben Sie Verständnis für den Streik? Ja, ich meine, klar, ich denke mal, die werden schon nicht umsonst streiken. Muss nicht so oft sein, und so, wie sie es in letzter Zeit machen, so ständig. Also, ich verstehe es irgendwo schon, dass sie mehr Geld wollen, dass sie auch streiken, aber sie übertreiben es gerade ein bisschen. Bei anderen staut sich nach der mittlerweile 7. Auflage des Lokführerstreiks der Unmut. Ich studiere hier in Stuttgart und zur Uni hierher habe ich schon eine Weile gebraucht heute Morgen und jetzt wollte ich nach Biberach weiter und komme gar nicht nach Biberach. Haben Sie Verständnis für den Streik? Nein, habe ich keine. Warum nicht? Weil es nur ein Machtkampf ist und der Weselski hier mal absetzt. Erstaunlich hingegen gelassen, sämtliche unserer Befragten aus dem Ausland. Ich weiß nicht, aber ich finde, Deutschland geht da ziemlich gut damit um. Verhältnismäßig. Ich komme aus Frankreich, also der Streik ist hier sehr angenehm. Es gibt Züge, es gibt Sitzplätze und passt alles. Auch morgen müssen die Menschen im ganzen Land noch mit den Auswirkungen eines ausgedünnten Verbindungsnetzes kalkulieren. Der Streik der Lokführergewerkschaft soll, nach Angaben der Gewerkschaft GDL, noch bis zum morgigen Donnerstag um 21 Uhr dauern.